So Leute, willkommen zurück. So, die Festplatte habe ich ein bisschen freigeräumt. Ja, die Firma, wenn die alle ein paar Gigabyte groß sind, dann meldet sie sich immer. Und ich hatte jetzt da ein paar Filme, die ich noch nicht gelöscht hatte von Diablo 3. Und die müsste ich erst mal löschen. Und jetzt hat sie wieder Platz. So, wir sind hier stehen geblieben. Jetzt wollen wir natürlich ins Store reingehen. Wir wollen sehen, was hier los ist. Okay, es ist ein großer Raum. Es ist ein großer Raum. Aber leer. Warum? Tor? Was ist denn hier los? Irgendwie so leer. Da macht eine Experimente drunter, da kommt sogar noch der Qualm raus. Von den alchemistischen Experimente. Psst, schön langsam. Bisschen viel, oder? So. Ach, wir kommen wieder zu Anfang. Mann, oh Mann, oh Mann, wie groß sind eigentlich denn die Krypten? Also ich möchte dann auch so in so eine begraben werden dann, ja? Also eine, wo... wo man ein paar Tage braucht, um sie... um mich zu finden dann. Hallo Kleinen! Juhu! Ja, oh! Wow! Wow! Die Kleinen waren frech. Urnen. Es passiert ja auch nichts hier Richtiges. So. Hey, du. Ja. Er hat seinen Kumpel mitgebracht, aber hat nichts genützt. So, ich sehe schon kommen. Das wird hier alles drumherum gehen und dann gehen wir wieder zurück. So. Manche Krypten sind auch Städte. Wirklich, das ist eine ganze Stadt. Oder ein ganzes Dorf. Obwohl manche Dörfer sind wahrscheinlich kleiner. So. Ups. Geh wieder zurück. Ich hab dich nicht gerufen. Oh, und tschüss. Da. So. Ach, übrigens, ja, Frotzstrahl, ja. Hm? Gut. Sage ich nichts dazu. Schrein der Gunst. Eure Chance, magische Gegenstände und Gold zu finden, ist deutlich erhöht. Das ist ja super. Da kann ich auch was für mich endlich finden. Vielleicht. Dich mach mal auf. Hey, Kleiner. Ein Torwächter. So. Lag. Ja, ja. Jetzt. Gut, gibt's nichts. Nee. Dann gehen wir zurück, gehen wir hier entlang. Ja, die Krypta. Wie viele Verzweigungen noch? Verzweigungen noch hat sie. Schön ruhig sprechen, damit dich auch jeder versteht. Oh, so, das ist doch so eine Schatzsucher. Dich muss ich. Bleib stehen. Dich will ich haben. Brauche mehr Arkankraft. Oh, das sind ein bisschen zu viele. Ja. Was soll das? Ich wollte nur den Kleinen haben. Oh.
Abenteuerliche Tage. Das ist wieder so ein Schild. Oder? Ja. Eine seltene Axt mit Fragezeichen. Gut. Die müssen wir dann untersuchen lassen wahrscheinlich. Identifizieren. Macht das immer noch Deckard Cain? Also ich weiß, bei Diablo 2 hat das Deckard Cain immer die Teile identifiziert. Oder man könnte auch mit so... Moment. Hey Leute, ich spreche hier gerade. Ich könnte ruhig ein bisschen... Könnt ruhig ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich spreche doch hier gerade. So. Ja, bei Teil 2, da war Deckard Cain. Der hatte die Teile kostenlos identifiziert. Oder aber mit so Schriftrollen. Die ich bis jetzt eigentlich hier noch gar nicht gesehen habe. Muss ich zugeben. Ich habe mich auch nicht informiert, ob es welche gibt oder nicht. Ich spiele das Spiel. Und lass mich überraschen, was da auf mich zukommt. Wie zum Beispiel so kleine Gnome. Lulu. Boah. Ja. So. Ich weiß, sagt bitte nichts. So viel zu, ich wollte da was machen. So. Mein Gott, wie groß ist denn die denn? Oh, ist ja nicht schlecht, ja? Solange es nur so ein paar Zombies. Ich habe nicht genug Ja, ich Ankraft. merke es gerade und ich merke auch gerade, dass da ein paar Leute zu mir kommen. Ja, das sind so Freunde, die man nicht haben will. Ja, die sich immer melden. Hallo? So. Cool. Ach, da ist wieder so ein gelber Gnom. Und let's go. Ups. Ups. Ach nee, der fährt schon wieder. Die können das alle irgendwie. Und tschüss. So, ich will dich eigentlich. Die Kleinen sind schon. Ja. Die Kleinen gehen eine schon auf den Geist, oder? So. Hey. Okay, jetzt bleibt nur noch der eine übrig. Hallo. Und bleib stehen. Oh, doch nicht. Ist doch nicht stehen geblieben. Na gut. Das hast du davon. Ich wollte dir Frieden anbieten, deshalb habe ich gesagt, bleib stehen. Aber du natürlich nicht. Boah, wie riesig ist die denn hier? Upsala. Weg, 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 weg. Und tschüss. Und wie ich sehe nichts. Ja. 10 Monster getötet. Ja, da laufen wir wieder zurück. Boah, und ich habe gedacht, ich komme hier rein, ein paar Minuten und dann ist die Sache erledigt. Nö. Nö. Also, manche von euch werden wahrscheinlich das Geklicke hören, wie ich da mit der Maus immer tak, 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 tak. Ja, weil. Oh, es sind zu viele. Dann muss ich meine Lieblingswaffe. Ja, Level 9. Aktive Fertigkeitenkategorie. Explosive Blitze. Druckwelle. So, ja, erstmal schauen. Neu. Schockimpuls. Schockimpuls? Ihr sendet eine Welle mit mittlerer Reichweite aus drei unberechenbaren Energieladungen aus, die 105 Waffenschaden als Blitzschaden verursachen. Okay, Leute, ich werde es antesten.
Na, erstmal. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ist okay. Hast du jetzt die Zeit? Ja, das ist doch wieder das mit dem Blitzen da. Nö, das gefällt mir nicht. Übrigens habe ich dir schon gesagt. Nö. So. Neue Fertigkeit. Druckwelle. Löst eine Welle aus reiner Energie aus, die Geschosse ablenkt und in der Nähe befindliche Gegner zurückstößt, wodurch ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 60% reduziert wird und sie 200% Waffenschaden als physische Schaden erleiden. Hört sich gut an. So. Was willst du denn? Ja, ich weiß, die ist neu, aber ich will die nicht mehr. Ich habe sie getestet. So, und jetzt versuchen wir mal. Und... wow. Jupp. So, dann sehen wir nachher, was das bringt. Ach. Ja. Es ist... wir sind wieder am Ende der Krypta. Gott sei Dank eigentlich, die ist ja, wenn man so sieht, die ist ja riesig. Ja, okay, zurück. Ja, möchten wir zum Eingang. So. Da sind wir nun. Und der blinkt da hinten und sagt, wir sollen eigentlich dorthin gehen. Da laufen wir auch hin. Ups, da ist noch etwas. Ja, ja, du wolltest mir entkommen. Du hast dich gut versteckt. Okay, dann nach Neu-Tristram. So. Dann sprechen wir mit Iman. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Mich, es ist schön, wieder zu arbeiten. Mich wieder lebend zu sehen. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Jo. Euch wieder lebendig zu sehen. Was denkst du, wer wir sind? Mira Himmen. Es tut mir leid wegen eurer Frau, Hedrick. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Es gibt nichts, wofür ihr euch entschuldigen müsst. Sie lag im Sterben und ihr habt dem ein Ende gemacht. Hedrick, es ist nur angemessen, um Mira zu trauern. Ich kann mir euren Schmerz nicht vorstellen. Ich habe nie jemandem nahe gestanden. Ich möchte nicht über meine Frau sprechen. Tod ist tot, fort ist fort. Braucht ihr etwas oder nicht? Na, das finde ich ja. Genauso ist das. Tod ist nun mal tot, ja. Ja, ist einfach so. Da kann man nichts mehr machen. Hey, Deckard Cain. Moment mal. Leia, du hast nichts zu sagen. Hauptmann, du hast auch nichts zu sagen. Deckard Cain. Ich habe die Krone. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. Nee, Leute, also heute wird er nicht sterben, weil ich heute... dann Aufnahmepause, bevor wir dann losgehen, werde ich Aufnahmepause machen. Ja, ja, ich weiß. So, zuerst verkaufen wir ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Ja, also ihr seht, alles was weiß ist, das verkaufe ich. Das ist... so. Und mittlerweile haben wir 35.000 Gold. Wir werden jetzt mal kurz nochmal nachschauen, ob sich hier was verändert hat. Nein, bei Leia vielleicht drin?
Leas Buch? Nee, auch nicht. Hätte ja sein können. Weißt du, was alle von ihren Sorgen ablenken würde? Eine von Theodas großen Komödien. Ich habe eine davon gesehen. Zwei als Frauen verkleidete Männer, die sich ankeifen und sich die Mieder zerreißen? Klar, das würde mich wahnsinnig erheitern. Gut, das zu hören. Naja, stimmt ja. So, dann gehen wir zu Deckard Cains aus. Deckard Cains Tagebuch Teil 2. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Ja. Sie wird das schon packen. Ups. So. Tja. Und genau das wollte ich dann, ja. Also ich wollte euch zeigen, wie der Bildschirm aussieht, ja. So, wir entzaubern jetzt ein paar Sachen wieder. Magisches Schild. So, ups. So. Magische Axt. Intelligenz, ne? Getötete Gegner. Gewähren 2 Erfahrung. Braucht man nicht. Magische Streitkolben. Na, den lassen wir noch. Den brauchen wir nicht. Schilder sowieso nicht. Axt auch nicht. Und der magische Streitkolben brauchen wir auch nicht. Wir sind sehr gut ohne dem zurechtgekommen. So, dann bleibt ja schon mal das hier. Na, die Intelligenz brauchen wir nicht. Hm, Intelligenz. Ha. Wer braucht Intelligenz? So, das wieder zurück. Nein, ja, falscher Knopf. So. Die paar Sachen noch da drin. Und dann... Moment. Den tun wir auch dazu rein. So, Leute. Und dann, bevor wir wieder losgehen, machen wir Aufnahmepause. Und sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao, ciao.